Das System ist total ausnutzbar. Ich rufe an, dann kommt jemand und ich werde dann versorgt. Was er meint, wird auch diesmal schnell klar. Wir sind halt kein Taxi, müssen wir mal sagen. Vor allem Bagatelleinsätze bringen den Rettungsdienst an die Überlastungsgrenze. Wenn man dann halt zu Fällen fährt, wo von vornherein klar ist, ja, da können wir eigentlich nichts machen, sondern auch nur sagen, suchen Sie Ihren Hausarzt auf. Das frustriert dann auf Dauer schon. 6.30 Uhr bei der Johanniter-Unfallhilfe in Frankfurt-Bockenheim. Wir begleiten Notfallsanitäter Johannes Mildenberger und Azubi Mark Rumpf bei ihrer 12-Stunden-Schicht. Sie rechnen auch diesmal mit unnötigen Einsätzen, die sie oft Zeit und Nerven kosten. Aber das lässt sich natürlich am Ende immer nur dann bewerten, wenn wir wirklich hinfahren. Und genau das ist das Problem und macht ja eben auch die hohe Auslastung, weil man es halt vorher nicht weiß. Denn am Notruftelefon dramatisieren einige die Lage, sagt Johannes, aus Bequemlichkeit oder weil sie keinen Termin beim Arzt bekommen. Der erste Einsatz gemeldet eine gestürzte Person. Manchmal stellt sich in so Fällen natürlich auch raus, dass der Sturz vielleicht schon vor einigen Tagen war, die Person gehfähig ist und auch selbstständig einen Hausarzt oder eine sonstige Versorgungseinrichtung hätte anfahren können. Diesmal aber ist ein 80-Jähriger zu Hause gestolpert. Was ist Ihnen denn passiert? Sind Sie gestürzt? Er schafft es einfach nicht mehr, allein aufzustehen und hat keinen zum Helfen. Wir konnten jetzt keine schlimme Verletzung feststellen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Auch der demografische Wandel treibt die Einsatzzahlen nach oben, sagt Johannes. Immer häufiger versorgen sie ältere Menschen, die oft eher ein Fall für den häuslichen Pflegedienst wären. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die kein wirklicher medizinischer Notfall sind, aber selbstständig nicht in Versorgungseinrichtungen kommen, sei es der Hausarzt oder halt ärztlicher Bereitschaftsdienst oder Klinik. Und dann entwickelt sich eine vielleicht Bagatellerkrankung natürlich zu einem medizinischen Notfall. In Frankfurt sind die Rettungsdiensteinsätze über die Jahre um 50% gestiegen. Die Zahl der echten Notfälle aber bleibt konstant. Der nächste Alarm wieder dringend und wieder Zeitdruck. Die Autos vor dem LKW mal geradeaus weiterfahren, auch über die rote Ampel. Was sie noch nicht ahnen, die Eile ist unnötig. In einem Schnellrestaurant soll ein Gast heftige Kreislaufprobleme haben. Doch vor Ort nur ein Mann, dem übel ist, und das nicht erst seit heute. Ein Fall für den Hausarzt, nicht für die Lebensretter. Das Problem ist, wir sind halt jetzt nicht dafür da, um Leute zum Arzt zu fahren. Ja, wir sind halt für Notfälle da. Das ist jetzt wissen, wir verstehen sein Problem. Doch der Mann besteht auf einen Transport in eine Arztpraxis. Es wird diskutiert. Wir sind halt kein Taxi, müssen wir mal sagen. Also wenn er jetzt nur Übelkeit und Erbrechen hat, ist das nicht schlimm. Eine Dreiviertelstunde bindet sie dieser Einsatz. Zeit, in der sie für lebensbedrohliche Notfälle nicht verfügbar sind. Das klingelt gerade schon wieder. Ja, also tatsächlich informiert uns jetzt die Leitstelle, dass es ein erhöhtes Einsatzaufkommen in der Stadt gibt. Das ist jetzt eigentlich genau der klassische Fall. Wir stehen jetzt bei einem für uns nicht initiierten Einsatz. Und rundherum gibt es halt aktuell keine oder nicht ausreichend Rettungswagen. Weil viele nicht wissen, an wen sie sich mit Übelkeit oder Fieber wenden sollen, wählen sie die 112 und blockieren Kräfte, die woanders benötigt werden. Jetzt ein echter Notruf. Zwillingsbabys haben Reinigungsmittel geschluckt und brauchen wirklich schnelle Hilfe. Nur im Gesicht ist es rot. Ist das cool? Also sonst ist die Hautfarbe ganz normal irgendwie, oder? Nach der ersten Untersuchung bringen sie die Babys zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik. 14 Uhr und einige Aufträge später noch keine Zeit für eine Pause. Auch weil an diesem Tag krankheitsbedingt 3 von 35 Einsatzwagen ausfallen. Der Frankfurter Rettungsdienst ist personell am Limit, Fachkräfte kaum zu finden. Zwar gäbe es genug junge Bewerber, wegen hoher Belastung aber springen einige schnell ab. Wir haben mittlerweile schon Auszubildende, die sich in der Ausbildung schon entscheiden, ja, sie machen die Ausbildung zwar fertig, um sie nicht abzubrechen, aber das ist auch der einzige Grund, ja, weil sie in der Ausbildung schon feststellen, dass es kein Beruf ist, den man wirklich lange ausüben kann. Ein Biss ins Brötchen, mehr Zeit bleibt heute nicht fürs Mittagessen. Sie müssen wieder los, wieder Alarm. Diesmal geht es ins Gallusviertel. Eine Seniorin hat angerufen wegen Schwindel. Wir messen jetzt mal das Herz durch mit einem EKG. Auch ihre letzte Patientin am Abend ist nicht lebensbedrohlich krank, damit ein Fall für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, nicht für die Johanniter Notfallretter.
Das Fazit nach 12 Stunden: Von 7 Einsätzen waren 4 keine Notfälle. Und dennoch rauben sie Johannes und Marc wertvolle Zeit, die ihnen vielleicht schon später fehlen könnte, um Menschenleben zu retten.